Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich wieder einmal hier in Bielefeld bin, dieser schönen Stadt, insbesondere mit den vielen Menschen, die heute Abend hier auch hergekommen sind. Ein herzliches Willkommen. Wenn man in unseren Tagen die Nachrichten hört, dann fällt einem ein Wort besonders auf. Es ist ständig die Rede von der Finanzkrise und von den Rettungsschirmen und vom Euro und all diesen Dingen. Und weil viele Menschen davon bewegt sind, dachte ich, dass wir als erstes Thema einmal nehmen, wohin geht diese Welt? Wenn man die Politiker fragt, so sagen sie immer, es wird besser werden. Das müssen sie auch sagen, weil sie die Wahlen gewinnen wollen. Und man wird gewählt, wenn man etwas Gutes verspricht. Und so tun das alle Politiker in allen Ländern. Und viele gehen sogar so weit, dass sie sagen, wir werden das Paradies hier auf der Erde bauen. Solche Paradiesbauer hatten wir im Kommunismus gehabt, aber wir haben alle erlebt, wie diese Paradiese zusammengebrochen sind. Es waren keine Paradiese. Und vor der Wahl, als der amerikanische Präsident Barack Obama gewählt werden sollte, als er noch nicht Präsident war, hat er verkündigt, yes, we can. Wir können das, das kriegen wir hin. Und so hat er Mut gemacht. Und mir ist aufgefallen in den Nachrichten, dieses Wort taucht jetzt nicht mehr auf. Ich war einige Male in Kasachstan gewesen zu Vorträgen und da ist mir aufgefallen, dass an sehr vielen Stellen eine Zahl ganz groß geschrieben war, nämlich 2030. Und ich konnte mir nichts darunter vorstellen, was diese Zahl wohl bedeuten sollte. Und dann haben die Leute mir das erklärt. Ja, sagten sie, das ist die Jahreszahl 2030. Dann wird Kasachstan so reich sein wie die Ölstaaten am Persischen Golf. In Kasachstan hat man Öl gefunden. Und das verspricht einen großen Reichtum für Kasachstan. Aber wenn wir die Nachrichten aufmerksam verfolgen, dann sehen wir, es gibt auch sehr viele Negativnachrichten. Gerade jetzt in diesen Tagen haben wir gehört von dem großen Erdbeben in der Türkei. Und es ist in diesem Jahr gewesen, da hatten wir eine der größten Katastrophen in Japan. Es war das größte Erdbeben seit 100 Zeiten. Man hat ausgerechnet, allein der materielle Schaden beläuft sich auf 220 Milliarden Euro. Das sind gewaltige Zahlen, die man sich kaum vorstellen kann. Wohin geht die Menschheit? Ich möchte diesen Vortrag heute aufteilen in zwei Teile. Im Teil 1 möchte ich sprechen, was sagen uns die Menschen zu diesem Thema? Was sagen uns die Wissenschaftler? Was sagen uns die Leute, die diese Welt beobachten? Und im zweiten Teil möchte ich das sagen, was Gott uns sagt. Was sagt uns Gott, wohin die Welt geht? Ich komme zum ersten Teil. Was sagen uns die Menschen? Wer die Bibel kennt, der weiß, dass durch die Sünde Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben wurden. Dann waren sie außerhalb dieses schönen Gartens und sie mussten selbst für sich sorgen. Gott hatte ihnen einen Auftrag gegeben, machet euch die Erde untertan. Aber sie hatten eigentlich nichts in der Hand, womit sie etwas tun konnten. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn sie einen Acker bebauen wollten, sie hatten ja weder einen Traktor noch einen Pflug, so haben sie einen Astgabel genommen, haben eine Furche gezogen damit und haben dann Samen hineingelegt und haben gewartet, dass dann irgendetwas wuchs. So ging das einmal los in der Landwirtschaft. Aber dann sehen wir, die Menschen haben das wirklich gemacht, was Gott gesagt hatte, macht euch die Erde untertan. Und sie haben viele Erfindungen getätigt und wir sehen, das ist auch zu einem großen Segen für die Menschheit geworden. Heute, wenn wir heute die Landwirtschaft beobachten, sehen wir, dass Traktoren im Einsatz sind, mehrfach Kippflüge, dann Sämaschinen und Mähdrescher. Ganz in der Nähe, wo wir wohnen, da gibt es noch ein großes Feld. Und jetzt im Sommer, als der Bauer das abgeerntet hat,
kam er mit einem Mähdrescher und hat das ganze Land dort abgeerntet. Das war in kurzer Zeit geschehen. Abseits von dem Mähdrescher stand ein großer Wagen. Und wenn der Mähdrescher ein paar Runden gedreht hatte, dann fuhr er an diesem Wagen vorbei und das fertig geerntete Getreide wurde jetzt auf diesen Wagen geladen. Das ist moderne Technik, wie wir das heute einsetzen und wie wir es alle gewohnt sind. Ich komme zu einem anderen Bereich, das ist die Medizin. Auch dort gibt es gewaltige Fortschritte. Mit der Erfindung des Mikroskops wurde erstmal erkannt, dass manche Mikroben die Ursachen sind für schreckliche Krankheiten und Seuchen. Louis Pasteur war einer der ersten, der solche Untersuchungen angestellt hat und das dann beobachtet hat. Robert Koch, ein anderer Forscher, hat den Tuberkelbacillus erkannt und den Cholera Vibrio entdeckt. Und dann konnten große Volksseuchen, wie es damals sie gegeben hat, bekämpft werden. Und das war ein großer Sieg in der Medizin. Dann kam Wilhelm Conrad Röntgen und er hat die Röntgenstrahlen entdeckt. Und nun war es zum allerersten Mal möglich, in das Innere eines menschlichen Körpers zu schauen und man konnte feststellen, ob da ein Bein oder ein Arm gebrochen ist. Dann kam die Faseroptik später dazu. Und so konnten auch Hohlteile innerhalb des menschlichen Körpers beobachtet werden. Schon seit einigen Jahren gibt es die Computertomographie und man kann ein dreidimensionales Bild erstellen von Innereien aus dem menschlichen Körper. Einen gewaltigen Sprung in der Medizin hat es gegeben am 3. Dezember 1967, als Christian Barnard in Kapstadt zum ersten Mal ein Herz verpflanzt hat. Das ging damals durch die Presse und es war ein Aufschrei. Darf man so etwas überhaupt tun, das Herz von einem anderen Menschen, der durch einen Unfall umgekommen ist, in den Körper eines anderen Menschen hineinzupflanzen? Heute werden Tausende von Herzen verpflanzt und man kann damit umgehen und man weiß, wie man das alles tun kann. Die Wissenschaft hat uns gezeigt, dass es ganz gewaltige Fortschritte gibt auf allen Gebieten. Leonardo da Vinci war noch der Letzte, der das gesamte Wissen seiner Zeit in einer einzigen Person speichern konnte. Er war Künstler, er war Mediziner, er war Ingenieur, er war alles und hatte das gesamte Wissen, was man damals wusste, parat. Er wusste um all die Dinge. Das ist heute längst nicht mehr möglich bei diesem ungeheuren Wachstum an Wissen. 1950 erschienen weltweit 1500 relevante Aufsätze. 1985 waren es schon 10-mal so viel, nämlich 15.000 Aufsätze pro Tag. Und im Jahr 2000 erschienen täglich 100.000 Originalarbeiten. Das ist ein gewaltiger Zuwachs an Wissen. Auf meinem Fachgebiet in der Informatik, wenn ich mich da auf dem Laufenden halten wollte, müsste ich jeden Tag 100 Stunden lesen. Aber mein Tag hat auch nur 24 Stunden, schlafen muss ich auch. Und es gibt auch andere Dinge, die man tun muss und die sehr wichtig sind, zum Beispiel nach Bielefeld kommen, um hier die Botschaft der Bibel weiterzugeben. Heute haben wir das große Internet zur Verfügung, eine Globalbibliothek, die jedem zugänglich ist. Und die Zahl der Seiten kann schon heute keiner mehr abschätzen. Das geht in die zig Milliarden von Seiten an Informationen, die wir dort abrufen können. Ein Politiker sagte neulich, der im Europäischen Parlament tätig ist, ich habe in der vergangenen Woche alle Informationen, die mir das Europäische Parlament geschickt hat, gesammelt. Am Schluss der Woche habe ich sie nicht gelesen, sondern gewogen. Und es waren 5,5 Kilogramm. Es kommt so viel Wissen auf uns zu, dass wir überhaupt nicht mehr etwas mit anfangen können.
Und wie viel mehr trifft das zu für die Regierungsmitglieder? Ich staune manchmal, was unsere Bundeskanzlerin alles leisten muss. Zu allen möglichen Dingen muss sie etwas sagen. Überall tritt sie auf als Rednerin und überall muss sie kompetent sein. Und es ist schwierig, ein Land zu regieren mit so vielen komplizierten Parametern, die die Wirklichkeit beschreiben. Die Innovationszeit hat sich stark verkürzt. Als Innovationszeit bezeichnet man die Zeit, die vergeht von der Erfindung einer Sache, bis sie zur praktischen Nutzanwendung kommt. Vom Galvanisierversuch bis zur Einführung des Telegraphen dauerte es 61 Jahre. Von der Entdeckung der Elektronenemission in Glühlampen bis zum Einsatz der Verstärkerröhre vergingen 22 Jahre. Vom Transistor bis zur Schlüsselerfindung der integrierten Schaltung waren es dann nur noch 10 Jahre. Ich will das mal deutlich machen an der Geschwindigkeit der Informationsübertragung. Es dauerte 5 Monate, bis die spanische Königin Isabella von der Entdeckung Amerikas am 12. Oktober 1492 durch Christoph Kolumbus erfuhr. Es dauerte dann nur noch 2 Wochen, bis Europa etwas von der Ermordung des amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln erfuhr. Und es dauerte nur 1,3 Sekunden, bis die Menschheit erfuhr, dass erstmals ein Mann auf dem Mond gelandet ist und seinen Fuß dort gesetzt hat. Wir sehen, das sind rasante Entwicklungen, die wir hier und da beobachten. Ich komme zu der Schlüsselerfindung, das ist der Computer. Der erste Computer, der programmierbar war, stammt von Konrad Zuse. Es war seine Z1, die er 1936 gebaut hatte. Dann folgte die Z2 und die Z3. Mit der Z3 dauerte eine Multiplikation, um 2 mal 2 gleich 4 auszurechnen, 4 Sekunden. Also sind wir deutlich schneller. Aber heute schaffen Computer Rechengeschwindigkeiten von 10, manche sogar auf 100 Milliarden Rechenoperationen in einer einzigen Sekunde. Das sind gewaltige Fortschritte, über die man nur gewaltig staunen kann. Aber gleichzeitig müssen wir sehen, dass wir an Grenzen unseres Wissens stoßen. Wir kennen heute etwa 200 Elementarteilchen, die am Bau der Atome beteiligt sind. Aber die Physiker feiern wirklich keine Triumphe, weil sie sagen, wir befinden uns in einem Irrgarten und können das schon gar nicht mehr alles einander zuordnen. Kein Biologe auf dieser Welt ist in der Lage, uns das Geheimnis der Photosynthese zu erklären, die in jedem Grashalm, in jeder Zelle stattfindet. Alles, was wir heute zum Frühstück gegessen haben, zum Mittag gegessen haben und zum Abendessen, ist einmal über diesen genialen Prozess der Photosynthese hinweggelaufen. Das Sonnenlicht, das von der Sonne kommt, und diese Energie wird umgewandelt bei der Photosynthese in chemische Stoffe, die wir als Energieträger verwenden. Ein gewaltiger Prozess. Die Physiker, die Chemiker und die Verfahrenstechniker dieser Welt knobeln, wie das eigentlich funktioniert. Aber wir sind über ein paar Grundgleichungen nicht hinausgekommen und kein Physiker und kein Chemiker ist in der Lage, diesen Prozess nachzubauen, der in einer kleinen Zelle stattfindet, die so klein ist, dass sie man mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Wie genial ist das alles gemacht? Kein Wissenschaftler kann uns die molekularen Mechanismen erklären, die eine Heuschrecke erzeugen, die wie ein verwelktes Blatt aussieht. Man steht davor und staunt und sagt, wie geht das nur an? Kein Biologe versteht das Geheimnis jeder Orchideenblüte, die wie ein Wespenweibchen geformt ist, auch so gefärbt ist
und auch noch so dicht. Das sind gewaltige Dinge, die wir sehen. Wir alle haben unter unserer Schädeldecke ein Gehirn, mit dem wir Daten verarbeiten können. Wir können sehen und das wird im Gehirn umgewandelt in Sehprozesse. Wir können hören, wir können schmecken, wir können riechen. All das wird zum Gehirn gelenkt und dann können wir das alles wahrnehmen. Bis heute hat noch niemand verstanden, wie dieses Gehirn wirklich funktioniert. Es ist unvorstellbar komplex, sodass wir sagen können, das gehört zu den großen weißen Flächen der Unwissenheit auf der wissenschaftlichen Landkarte. Wir sehen, all dem, was wir an Erfolgen verbuchen, steht dieses gegenüber. Und noch etwas ist zu erwähnen, bei allem Fortschritt der Technik und alle Errungenschaften, die wir erzielt haben, gilt es auch, sehr viel Negatives zu beklagen. Die Menschen haben Atombomben gebaut, die nur einen einzigen Zweck haben, möglichst viele Menschen damit zu töten. Das ist der Grund, warum man sie gebaut hat. Auf dieser Erde haben wir heute so viele Atombomben gelagert, dass wir 2 Monate lang jeden Tag 1000 Zweite Weltkriege führen könnten damit. Ein unvorstellbares Zerstörungspotenzial haben wir hier auf dieser Erde gelagert. Und gleichzeitig müssen wir beklagen, dass viele Menschen umgebracht werden im Mutterleib. Der Mutterleib, der vom Schöpfer dafür gedacht ist, dass das Leben dort heranwächst, wird zur Mördergrube der Nation. In Deutschland sieht es so aus, dass auf 600 Neugeborene 250.000 Abtreibungen kommen. Das ist eine gewaltige Zahl, was wir dort tun. In jedem Jahr wird eine Stadt von der Größe Ulms ausgerottet. Dank moderner Medizin. Das gilt es auch zu beklagen. Wir hören sehr viel von Afrika, von den Hungersnöten und all den Plagen, die es dort gibt. In den Jahren 1990 bis 2005 wurden von Europa aus 200 Milliarden Euro an Hilfe nach Afrika geschickt. Jetzt muss man bedenken, diese Zahl, diese 200 Milliarden Euro, ist exakt die Zahl, die die afrikanischen Staaten für Kriege ausgeben. Also das, was als Hungerhilfe gefördert wird, wird in gleichem Maße für Kriege ausgegeben. Als ich in Namibia war zu Vorträgen, hat man mir gesagt, im Nachbarland in Angola, da wächst so viel, das ist ein so fruchtbares Land, dass ganz Afrika ernährt werden könnte von dem, was alleine in Angola wächst. Aber sie tun es nicht, sondern sie haben Bürgerkriege und die Reichen werden immer reicher. Sie bauen immer größere Hochhäuser und Villen. Und 100 Meter weiter haben die Leute keine Wasserleitung, um Trinkwasser zu haben. Wir sehen, irgendwas stimmt in dieser Welt nicht. Das erkennen wir alle und das sehen wir alle. Vor einiger Zeit wurde immer noch davon geredet, dass wir zu viele Menschen auf der Erde haben, die nicht ernährt werden können. Das ist heute stiller geworden darum, weil wir wissen, dass jeder Mensch, der auf dieser Erde lebt, ernährt werden kann, weil der Schöpfer so viel wachsen lässt. In einer Gesellschaft von Nomaden, wo also der Mensch mit seinem Vieh weiterzog von einem Ort zum anderen, konnten 25 Millionen Menschen auf der Erde leben. Als dann Ackerbau und Viehzucht verbessert wurden mit allen möglichen technischen Mitteln, betrug die Möglichkeit, die ökologische Tragfähigkeit der Erde 2 Milliarden. Heute, dank Einsatz moderner Technik, die wir haben und auch Informationstechnik gehört dazu,
könnten wir mühelos 20 Milliarden Menschen auf dieser Erde ernähren. Das ist also überhaupt nicht das Problem, weil Gott genug ranwachsen lässt. Regelmäßig finden auf dieser Welt Weltklimagipfel statt und die Stichworte liegen uns alle noch im Ohr. Da ist die Rede vom Treibhauseffekt, von der Schneeschmelze, vom Hochwasser, von der Dürre und von den Naturphänomenen. Es stimmt, dass dort viele Katastrophen in Sicht sind. Das Wort des Jahres 2007 hieß darum auch Weltklimakatastrophe. Man hat also gesehen, dass das Klima uns große Sorgen bereitet, weil wir einen unvorstellbar großen Ausstoß an CO2 haben. Um eine Kilowattstunde zu erzeugen, wird gleichzeitig ein Kilogramm CO2 erzeugt. CO2 ist dieses Klimagas, das dafür verantwortlich ist, dass die Temperatur auf dieser Welt langsam ansteigt. Über die Menge, die erzeugt wird, wollen wir uns mal Gedanken machen. Das sind 20 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Dieses CO2-Gas kann man einfrieren, dann hat man Eis, CO2-Eis. Und wenn wir das verladen würden mit Güterwagen, wollen wir mal überlegen, wie lang wohl ist ein Güterwagen, ein Güterzug, der dieses CO2 aufnimmt, das in einem Jahr von uns Menschen hier produziert wird. Das ist ein Zug, der geht 200 Mal um die Erde. Das ist das, was wir pro Jahr erzeugen. Und die Folge ist natürlich, dass auch die Erwärmung einsetzt und das ist überall auch schon zu beobachten. Die Hurricanes, die wir in viel größerer Stärke erleben, ist eine Folge davon. Die Wissenschaftler haben einmal zusammengestellt, was durch diese Klimaerwärmung alles geschieht. Und die Ergebnisse sind erschreckend. Da heißt es, während größere Dürreperioden bisher nur alle 100 Jahre auftraten, sind solche Katastrophen jetzt alle 3 Jahre zu erwarten. Die Wirbelstürme werden um 40-50% heftiger sein als bisher. Und die Nachrichten belegen das, dass es wirklich der Fall ist. Die Wälder werden mehr und mehr dezimiert. Die Wasserspiegel der Ozeane werden um 1-2 Meter steigen. Zahlreiche Flachgebiete der Erde, insbesondere Bangladesch, die Ländereien um den Golf von Mexiko und auch Gebiete in Nordwesteuropa werden verschwinden. Durch Landunter wird es in Zukunft hunderte Millionen ökologischer Flüchtlinge geben. Die biologischen Feinstrukturen geraten aus dem Gleichgewicht. Heuschrecken, Blattläuse und Schmetterlinge gedeihen im Treibhausklima besser und könnten sich in einer Vegetationsperiode sogar 2-mal vermehren. Mit zunehmendem CO2-Gehalt der Luft verläuft die photosynthetische Assimilation der Pflanzen wirkungsvoller. Und die Blätter speichern mehr Kohlenhydrate. Unkräuter reagieren mit stärkerem Wachstum und verdrängen einige Nutzpflanzen. Der Nährwert der Pflanzen sinkt und die Tiere müssen mehr fressen. Parasiten und Krankheitserreger können sich durch ihre kurze Generationsdauer schnell auf die Veränderungen einstellen. Mit einer stärkeren Verbreitung muss gerechnet werden. Es wird beobachtet und gemessen, dass die Eiskappe am Pol mehr und mehr abschmilzt. In Grönland kann man inzwischen Kartoffeln anbauen und in Schweden hat ein Geschäftsmann erkannt, dass man auf der Insel Gotland inzwischen einen guten Wein anbauen kann. Das war früher völlig unmöglich. Das sind auch Folgen des Klimawandels. Aber man hat auch zu bedenken, wenn zum Beispiel das Eis von Grönland abgeschmolzen sein wird, und das sind riesige Mengen, die pro Jahr dort abschmelzen, dann werden die Wasserspiegel aller Ozeane auf der Erde um 7 Meter ansteigen. Dann können wir uns vorstellen, wenn das passiert, dann gibt es kein Holland mehr, kein Belgien mehr
Unsere Nordseeinseln werden verschwinden. Große Teile von Niedersachsen werden unter Wasser stehen. Die werden zum Meer gehören, wenn man sich das alles ausrechnet, wie das sein wird. Wir sehen also die Szenarien, die die Menschen, die die Wissenschaftler uns sagen, sind sehr, sehr erschreckend. Und das sind nicht nur Fantasiegebilde, sondern man hat gute Gründe, dass das dort in diese Richtung hinläuft. Das sind die Aussagen der Menschen. Und ich möchte jetzt dem gegenüberstellen, was Gott sagt. Gott hat uns nämlich auch etwas gesagt, was in Zukunft sein wird. Die Zukunftsschau Gottes sehen wir uns jetzt an. Und zwar betrachte ich zwei Texte, einen aus dem Alten Testament und den anderen aus dem Neuen Testament. Zunächst aus dem letzten Buch des Alten Testamentes, aus dem Buch Maleachi. Und da lesen wir bezüglich der Zukunft folgenden Text. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Und jetzt kommt der Zukunftstext aus dem Neuen Testament, auch aus dem letzten Buch des Neuen Testamentes, aus dem Buch der Offenbarung. Und ich lese auszugsweise einige Verse aus dem Kapitel 21. Und da heißt es bezüglich der Zukunft: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Und die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen, und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht mehr sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen, und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein, die geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Jetzt haben wir zwei Darstellungen gehört über diese Welt, wohin sie geht. Die eine Darstellung sind die Horrorszenarien, die uns die Wissenschaftler nennen und auch vorausberechnen. Und dem gegenüber steht das, was wir eben gehört haben, was uns Gott über die Zukunft sagt. Und das Erste, was mir hier auffällt, ist, dass hier bei Gott überhaupt nicht die Rede ist von Weltklimakatastrophe, von CO2-Ausstoß, von Erderwärmung, von Hurrikan. Von all diesen Dingen kommt überhaupt nichts vor in dem Zukunftsbild Gottes. Was ist das denn? Weiß denn Gott überhaupt nicht Bescheid, was mit dieser Welt los ist? Wir mühen uns hier ab mit all den Dingen und schicken die Wissenschaftler raus, die messen alle möglichen Daten. In der Höhe, in der Tiefe, überall auf der ganzen Erde wird gemessen, die Daten stehen zur Verfügung. Das wird vorausberechnet mit großen Computern und wir sind ziemlich gewiss, dass das alles so abläuft. Und Gott weiß von dem gar nichts. Das kommt in seinem Wort überhaupt nicht vor. Ist das nicht merkwürdig? Das fällt uns doch allen auf. Das passt doch irgendwie gar nicht zusammen. Das ist unser erster Eindruck. Ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, warum ist das eigentlich so? Warum erwähnt Gott das alles gar nicht? Und dann bin ich auf ein Bild gekommen, das dazu gut passt und das uns helfen kann, die Sache zu verstehen, wie die Wirklichkeit wirklich ist. Stellen wir uns einmal vor, wir buchen eine Reise nach New York. Wir kaufen uns eine Schiffsfahrkarte und wollen mit einem großen Dampfer von Hamburg nach New York fahren. Das ist unser Ziel, wir wollen also nach New York hin. Da wollen wir hin und wir wissen, so eine Überfahrt dauert so etwa 4 Tage, je nach Größe des Schiffes, vielleicht auch 5 Tage, wie auch immer. Und diese Überfahrt wird gebucht. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, wir greifen einen Passagier heraus und den packen wir ganz unten im Maschinenraum rein, wo die großen Ölkessel stehen, wo der Dieseltreibstoff aufbewahrt wird. Und wir sagen zu diesem Mann, er wird jetzt in der nächsten Zeit kein Licht sehen, da ist unten kein Fenster. Er kann also nicht rausschauen, was draußen los ist, er weiß gar nichts. Er weiß nur, die einzige Informationsquelle, die er hat, ist dieser Ölstandsanzeiger an den Kesseln, wo das Dieselöl drin ist. Und das beobachtet er jetzt. Und er schaut genau hin, immer wieder guckt er dorthin und er sieht, wie dieser Pegelstand beim Öl ständig abnimmt. Wieder 1 Zentimeter weniger, wieder 1 Zentimeter weniger. Und es wird immer weniger. Und auf einmal sieht er, das ist ja fast zu Ende. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten zu reagieren. Entweder er bricht jetzt in Riesenpanik aus und sagt, wie furchtbar, jetzt ist das Öl gleich zu Ende. Wir werden mitten auf dem Ozean sein, es wird ein Hurrikan kommen, der wird das Schiff durcheinanderwirbeln und wir werden alle im Ozean ertrinken. Eine große Katastrophe bahnt sich an, weil das Öl gleich zu Ende ist. Das ist die eine Reaktion. Die andere Reaktion kann aber so sein, er überlegt ein wenig und stellt fest, ich bin ja mit einem Schiff unterwegs, das haben kluge Ingenieure gebaut. Das ist nicht das erste Schiff, das gebaut wurde für die Überfahrt über den Atlantik. Diese Ingenieure haben schon viele Schiffe gebaut und sie wissen inzwischen ganz genau, wie viel Öl man braucht, um einmal über den Atlantik zu fahren. Und jetzt ist er ganz beruhigt und er sagt, Moment mal, das haben die ja genau ausgerechnet, das Öl ist gleich am Ende, was ist die Konsequenz? Wir werden gleich in New York ankommen. Ich habe mir ja deswegen eine Fahrkarte gekauft, weil ich nach New York hin wollte. Und jetzt kann er seinen Koffer packen und sagen, wunderbar, jetzt sind wir gleich am Ziel. Gleich sind wir da. Also keine Panik. Und genau das tut Gott. Er sagt uns in seinem Wort nichts über diesen Hurrikan, um in diesem Bild zu bleiben, der gleich ausbrechen wird und das Schiff untergehen lässt, sondern er sagt uns,
wir sind jetzt bald am Ziel. Wenn ihr das alles seht, erhebt eure Häupter, denn jetzt sind wir bald am Ziel. Es dauert nicht mehr lange. Und jetzt kommt es auf eine Sache ganz besonders an, dass wir wissen, was nun geschieht. Denn das ist das, was jetzt auf uns zukommt. Darauf müssen wir gerüstet sein. Auf diesen Tag des Zieles. Und was ist das für ein Tag? Der wird schon geschildert im Alten Testament, dem Text, den wir eben gehört haben bei Maleachi. Und da heißt es, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Das seid ihr, die hier seid, euch, die ihr ihn fürchtet, die an seinen Namen glaubt, das ist der Herr Jesus, er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Wenn das alles geschieht, keine Sorge, er kommt jetzt und es wird eure Sonne sein, das ist die Zusage. Er kommt als der Herr der Herrlichkeit und alle diese Katastrophen, die da so schlimm aussehen, die werden gar nicht stattfinden. Jedenfalls nicht in dieser Schärfe, wie wir das ausrechnen, sondern viel, viel eher wird er kommen. Und das beschreibt er uns hier. Freut euch, seid fröhlich, er kommt. Aber dieser Sonnenaufgang, und da ist die Bibel immer sehr korrekt und sehr genau und sehr präzise, wird nicht für jeden Sonnenaufgang sein, sondern ganz eng an diesen Text herangebunden, da steht auch, denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie im Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Oh, nicht Sonne für alle. Jetzt wird es schlimm sogar. Alle die Gottlosen, alle die, die ihre Gedanken sonst irgendwo gehabt haben, bei den Aktien und sonst wo, was ihnen wichtig war, für die ist jetzt das Ende angesagt. Schlimmer noch, sie werden in den Ofen geworfen, in den Feuerofen geworfen. Das ist schrecklich. Das ist ganz schlimm. Und warum verkündigen wir das? Weil wir möglichst viele Menschen, auch in dieser Halle, gewinnen wollen, dass sie nicht in den Feuerofen kommen. Das ist das Ziel. Wir machen solche Veranstaltungen hier in dieser großen Weise mit vielen Menschen, weil wir möglichst viele Menschen rüberziehen wollen, sagen, komm doch raus aus dieser gefährlichen Situation und komme zu dem, der die Sonne ist. Und das ist Jesus. Lass dich rufen. Komm, hier und heute, dass du dabei bist, wenn die Sonne aufgeht, wenn der Jesus selber wiederkommt. Das hat der Jesus selbst auch gesagt in Matthäus 24, Vers 30. Da lesen wir, und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Also hier steht, der Jesus wird in den Wolken erscheinen. Jetzt müsste man sich das eigentlich doch so vorstellen, die ganze Welt jubelt und jauchzt, dass jetzt der Herr kommt, der die Welt geschaffen hat, der alles gemacht hat. Tausende von Wissenschaftlern forschen in den Labors, ob man nicht doch irgendwie die Erklärung, die Herkunft des Lebens mit Hilfe der Evolution erklären kann. Und sie forschen und forschen und sie kriegen es nicht raus und wissen es nicht. Aber jetzt, in diesem Moment, kommt der, der die Ursache des Lebens ist. Alle Evolution hat nie stattgefunden. Das ist alles Kauderwelsch, was Menschen sich einfach ausgedacht haben, die ohne Gott leben. So deutlich muss man das sagen. Aber jetzt kommt der, der das Leben ist. Er hat gesagt, ich bin das Leben und er ist die Ursache des Lebens. Er hat das Leben gemacht. Auch unser Leben hängt von ihm ab, von diesem Jesus, weil er es sich ausgedacht hat. Und jetzt kommt er und jetzt sehen wir ihn alle. Jetzt müssten doch die ganze Menschheit müsste jubeln und jauchzen, dass sie sehen, ja, der, das ist die Ursache des Lebens. Und er kommt jetzt und jetzt sehen wir ihn, jetzt brauchen wir nicht mehr zu forschen. Aber hier steht etwas Merkwürdiges. Es werden heulen alle Geschlechter auf Erden. Was soll das heißen? Das heißt, aus allen Generationen dieser Erde, sie werden alle vor ihm erscheinen müssen
Jede Generation, wann sie gelebt haben, im 20. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert, allen Jahrhunderten, alle sind sie jetzt hier versammelt. Alle, ohne Ausnahme. Und jetzt stellen sie alle fest, der größte Teil stellt fest, wir haben ja in unserem Leben ganz ohne ihn gelebt. Wir haben so gelebt, als gäbe es ihn gar nicht. So haben wir unser Leben gelebt. Und jetzt kommt er. Und es wurde uns oft vielleicht sogar verkündigt, wir haben es gehört. Es ist wichtig, dass ihr euch auf ihn einstellt, dass er ihm folgt, dass ihr mit ihm lebt. Tut das, kommt. Und sie haben es nicht getan. Jetzt ist es zu spät und jetzt heulen sie. Und sie schreien sogar, ihr Berge fallt über uns und deckt uns zu. Wir können es nicht länger ertragen, das Angesicht dieses Herrn. Das ist derselbe Tag. Und es sind Menschen da, die sich freuen, weil sie im Sonnenaufgang sind. Und es sind Menschen da, die sagen, ihr Hügel deckt uns zu. Wir können es nicht mehr ertragen. Wir haben unser Leben falsch gelebt. Jetzt ist es zu spät. Keine Entscheidung ist mehr möglich. Als der Jesus gen Himmel fuhr, da waren Engel da und die Engel sagten zu den Jüngern, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Er kommt so wieder in den Wolken des Himmels. Und es werden ihn alle sehen. Und der Apostel Johannes bezeugt es uns im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. Und er sagt, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Eine unglaubliche Verheißung, die kann man gar nicht fassen. Wenn der Herr Jesus wiederkommen wird und wir ihn sehen werden, dann werden wir ihm gleich sein. Denn Jesus ist der Schöpfer aller Dinge, er hat sich das Leben ausgedacht. Er ist unvorstellbar kreativ, was er alles gemacht hat in seiner Schöpfung. Und jetzt werden wir ihm gleich sein. Da werden wir genauso kreativ sein. Unvorstellbar, in welch einen Stand wir versetzt werden, wenn der Jesus wiederkommt. Gewaltig. So groß werden plötzlich die Unterschiede. Die einen werden dem Herrn Jesus gleich sein in all seinen Fähigkeiten und die anderen werden sagen, schrecklich, dass dieser gekommen ist, den wir abgelehnt haben zur Lebzeit. Ihr Hügel bedeckt uns. Und ich rufe uns heute Abend zu, niemand, der hier in dieser Halle ist, sollte zu dieser Gruppe gehören. Wie schrecklich wird das sein? Wir wollen uns zu ihm hinwenden, dass wir zu der Gruppe gehören, der er zurufen wird, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Der Jesus hat uns genau beschrieben, wie es sein wird, wenn er kommen wird. Schauen wir uns das einmal genau an. Wir wissen es heute schon ganz präzise, wie sein Kommen sein wird. Er wird kommen in den Wolken des Himmels. Er kommt nicht in der Wüste, nicht irgendwo auf den Bergen, sondern er kommt in den Wolken des Himmels, wo wir ihn alle in seiner Herrlichkeit sehen werden. Er kommt auch sichtbar, also nicht wie die Zeugen Jehovas lehren, dass er 1914 unsichtbar gekommen ist. Das ist ihre Lehre. Der Jesus kommt sichtbar, deutlich sichtbar. So lesen wir es in Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Hier haben wir es schon wieder an dieser Stelle. Es wird auch hier wieder gesagt, sie werden wehklagen. Es wird also für viele ein schrecklicher Tag sein, wenn er kommt. Er wird sichtbar sein, halten wir das fest. Am 20. Juli 1969 fand die erste Mondlandung statt. Und Neil Armstrong, der damals als erster Mensch den Fuß auf den Mond setzte, damals wurde das im Fernsehen übertragen und 500 Millionen Menschen
haben das live miterlebt, wie ein erster Mensch seinen Fußabdruck auf den Mond setzt. Es war ein gewaltiges Ereignis und viele haben das gesehen. 500 Millionen Menschen. Es gab ein weiteres Ereignis, das haben noch viel mehr Menschen gesehen. Das war, als Lady Di von England am 30. August 1997 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Und man sprach damals von einer Globalbeerdigung, also die größte Beerdigung, die seit Menschengedenken stattgefunden hat. Diese Globalbeerdigung wurde von 2,5 Milliarden Menschen am Fernseher verfolgt. Ein gewaltiges Ereignis. Und jetzt komme ich zu der Wiederkunft Jesu. Bei der Wiederkunft Jesu, das wird alles je Dagewesene in den Schatten stellen. Wenn er wiederkommt, werden alle Menschen versammelt sein. Alle. In dem Moment gibt es nicht einen einzigen Atheisten mehr. Sie haben gesehen, ihre Idee war falsch. Und auch alle diejenigen, die ohne Jesus gelebt haben, werden auch sehen, es war falsch. Welch ein Jammern, welch ein Wehklagen. Und die Bibel sagt uns, er kommt plötzlich, in einem Nu, in einem Augenblick. Wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und leuchtet bis zum Niedergang, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Also es wird nicht so sein, dass der Jesus zuerst in Amerika zu sehen sein wird und dann ruft Tante Lilly bei uns an und wird sagen, also der Jesus ist schon in Amerika erschienen. Also es wird irgendwann auch jetzt nach ein paar Stunden, wird er auch bei euch sein, vielleicht mit dem Stand der Sonne oder sonst was. So wird es nicht sein. Er wird für alle in einem Nu sichtbar sein. Jetzt ist noch eine wichtige Frage, die wir auch klären wollen. Zu welcher Tageszeit oder Nachtzeit wird er wohl kommen? Erscheint er in der Nacht oder am Tage? Oder wie wird das sein? Nun, das lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Vers 34. Und da heißt es, in derselben Nacht werden zwei auf einem Bette liegen, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Wir sehen, die Bibel legt immer großen Wert darauf, auf diese Zweiteilung, die uns deutlich sichtbar sein muss. Ein Teil wird angenommen sein, ein Teil wird verworfen sein. Aber hier steht quasi im Nebeneffekt, in derselben Nacht. Also wann kommt der Jesus? Zu welcher Zeit? In der Nacht. Ist klar? So steht's hier. Er kommt in der Nacht. Nun gut. Aber lesen wir weiter in der Bibel und da steht zwei Verse weiter. Zwei werden auf dem Felde sein. Einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Nun, wann arbeitet man auf dem Felde? Am Tage. Also, was denn nun? Kommt er nun in der Nacht oder kommt er am Tage? Bibelkritiker werden sofort hier sagen, ja, da sieht man mal schon zwei Verse später, widerspricht sich schon die Bibel. Aber hier muss man mitdenken. Die Bibel ist ein Buch zum Mitdenken. Und wenn der Jesus an einer Stelle sagt, er kommt plötzlich, wie der Blitz wird er erscheinen, dann wird er für alle Menschen sofort erscheinen. Ich weiß nicht, ob Kolumbus diese Bibelstelle als Basis für seine Erkenntnis genommen hat, dass die Erde eine sphärische Gestalt hat. Das konnte er nämlich daraus schließen. Wenn der Jesus sagt, er kommt sowohl am Tage als auch in der Nacht, dann muss doch wohl die Erde eine Kugelgestalt haben. Ist doch ganz eindeutig, dann muss das sein. Dann hat ein Teil der Erde Nacht und ein anderer Teil der Erde hat Tag. Und durch die Rotation der Erde kommt jeder einmal in den Genuss der Tageszeit und auch der Nachtzeit. Das hätte er hundertprozentig daraus schließen können. Und so sehen wir jetzt, die Erde wird zur einen Hälfte angestrahlt von der Sonne, das ist die Tagseite, und die Gegenseite hat Nacht. Jetzt in dem Augenblick, wenn der Jesus wiederkommen wird, dann kann es sein, dass wir hier in Bielefeld gerade 3 Uhr nachts haben. Es kann auch 5 Uhr nachmittags sein, das wissen wir nicht. Aber irgendeine Tageszeit wird gerade sein, Tag oder Nacht. Für manche wird es Tag sein, für manche Nacht. Aber in dem Moment, wenn er kommt, wird es für alle hell sein und sie werden ihn alle sehen.
in einem Augenblick, in einem Nu. Und der Jesus will uns als entschiedene Leute antreffen, dass wir uns auf seine Seite gestellt haben, damit wir Heimat haben, damit wir ewige Heimat haben. Und davon spricht die Bibel in Philipper 3, Vers 20. Unsere Heimat aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilandes Jesus Christus, des Herrn. Nietzsche ist bekannt geworden, nicht nur als ein Gottesleugner, als ein Atheist, sondern er hat beklagt, wie es ist, wenn man Gott verlassen hat, ihn getötet hat. Und dann hat man nämlich keine Heimat mehr. Und das hat er in einem Gedicht sehr treffend beschrieben, wie schrecklich das ist. Und er sagt, die Welt, ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt, wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kälteren Himmeln sucht, weh dem, der keine Heimat hat. Das stimmt. Das wird an jenem Tag ganz besonders deutlich werden, ob wir Heimat haben oder nicht. Diese Tage sind dazu gedacht, dass wir ewige Heimat finden, dass wir ewige Heimat buchen. Das ist möglich und das geht in dem Augenblick, wenn wir uns dem Herrn Jesus zuwenden. Der Jesus hat uns das Ziel vor Augen gemalt und er sagt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und das Alte Testament drückt das wunderbar aus, wie die Freude sein soll, dass nicht nur mal ein kurzes Lächeln über unser Gesicht geht, sondern hier steht, ihr sollt aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Schwanz auf dem Rücken und dann ab durch die Post, durchs Gelände. So wie es Mastvieh das macht. So sollen wir uns freuen. Eine überschwängliche, durchgehende Freude soll uns erfassen. Und das wird auch sein, wenn wir diese Größe und Herrlichkeit des Herrn dann erleben werden, wenn er kommen wird. Als der verlorene Sohn nach Hause kam, da heißt es, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Dort bei meinem Jesus im Himmel, da wird es so sein, dass diese Freude nie mehr aufhören wird. Es ist der Ort der ewigen Freude. Zu dieser ewigen Freude sind wir geladen. Das kannst du dir nicht erkaufen, durch nichts. Du kannst nur kommen und sagen, hier bin ich, ich möchte das auch annehmen. Dort an jenem Ort im Himmel wird niemand mehr die Frage stellen, wo ist Gott? Es gibt keine Zweifler mehr, weil alle ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Die Frage der Zukunft wird niemand mehr stellen, weil die Zukunft ewige Herrlichkeit sein wird. Da gibt es keine Klimakatastrophe, keinen CO2-Ausstoß, da gibt es keine Toten mehr, da gibt es keine Beerdigungsinstitute, da gibt es keine Krankenhäuser. Es ist alles vollkommen in der neuen Welt Gottes. Das ist unser Ruf, dorthin zu kommen. Der Tod wird dann nicht mehr sein. Niemand wird mehr krank sein. Niemand braucht Herztabletten oder Blutdrucktabletten und was es alles so gibt in den Apotheken. Also im Himmel kann ich versprechen, wird es keine Apotheken mehr geben, auch keine Ärzte. Weil alles, alles weit hinter uns liegt. Wir sind am Ziel der Ewigkeit angekommen. Und die Bibel sagt uns, die Tore der Stadt werden nicht verschlossen. Es gibt keine Polizei, keinen Fahndungsdienst, keine Diebe, keine Gefängnisse, keine Schlösser, keine Riegel und keine Sünde. Aber hier steht mitten in dem Text ein sehr mahnendes Wort. Und das taucht immer gleichzeitig auf. Wenn die Bibel vom Himmel spricht und vom Kommen Jesu, ist immer gleichzeitig auch die Rede, damit wir das ja nicht aus dem Blick verlieren, vom Verlorensein. Und da lesen wir in Offenbarung 21, Vers 8, der Feigenverleugner aber und Ungläubigen und Frevler und Totschläger,
und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendienern, aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Im Karneval, im Kölner Karneval singen die Leute, wir kommen alle in den Himmel, dann schunkeln sie dabei. Welch ein Irrtum! Es ist eben nicht so, dass alle in den Himmel kommen, sondern nur die, die in diesem Leben eine klare Entscheidung getroffen haben, diesem Jesus Christus zu folgen. Aber es dürfen alle kommen, egal was sie vorher gemacht haben, egal wie groß ihre Sünde war, ob sie Mörder waren oder Hurer oder Lügner oder was auch immer. Ich hielt neulich einen Vortrag und habe eingeladen, eine Entscheidung zu treffen. Und es waren mehrere Leute gekommen und darunter war einer, da merkte ich, er hat eine Blockade, er konnte nicht kommen. Und ihm standen Tränen in den Augen. Ich sagte, was haben Sie? Wovon sind Sie blockiert? Und dann sagte er mir, ich habe im Krieg einige Leute erschossen. Ich kann in keiner Nacht schlafen, das geht mir ständig nach. Und dann sagte ich ihm, wissen Sie, auch Ihnen kann vergeben werden. Kommen Sie zu Jesus. Das tat er, wir haben gebetet miteinander. Und dann merkte ich, es ging ein Strahlen über sein Gesicht. Die ganze Last von vielen Jahren hat der Jesus ihm abgenommen am Kreuz. In dieser Welt ist Vergebung möglich für jeden, egal wie sein altes Leben war. Es ist ein Freifahrtschein für jeden, egal wie die Vergangenheit war. Aber wenn du zu Jesus kommst, dann wird er dein Leben ändern. Am Ende, die Bilanz des Lebens wird sein, das hat der Jesus uns heute schon gesagt, was er uns zurufen wird, wenn er kommen wird. Und wir werden zu einer dieser beiden Gruppen gehören. Der einen Gruppe sagt er nämlich, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Kommt her, es gehört euch. Ihr habt mir geglaubt, ihr habt die Sünde abgeladen, ihr habt euch geändert, ihr gehört mir, jetzt seid ihr präpariert für den Himmel. Alles ist euer. Und der anderen Gruppe wird er sagen, geht von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Merken wir, das sind gewaltige Unterschiede. Und der Jesus hat uns heute genau schon den Satz gesagt, den er uns zurufen wird. Und wir können so sagen, ein jeder, der heute Abend hier in der Halle ist, wird entweder den einen Satz zu hören bekommen aus dem Munde Jesu oder den anderen. Und die Entscheidung, welchen Satz wir hören wollen, die treffen wir heute. Heute können wir das klar machen, auf welche Seite wir uns stellen. Wer sich auf die Seite Jesu stellt, sich zu ihm bekehrt, dem wird er zurufen, komm her, du Gesegneter meines Vaters, und ererbe jetzt den Himmel. Ich erinnere mich noch, ich war in der Schweiz, in Wetzikon, hatte dort einen Vortrag. Nach dem Vortrag kamen noch einige junge Leute auf mich zu, die hatten noch einige Fragen zu dem Vortrag. Und plötzlich kommt ein Ehepaar, ein junges Ehepaar auf mich zu und die beiden sagen, kann man sich hier auch bekehren? Ich sage, das habe ich vorhin gesagt, das kann man bei jedem Vortrag. Ich halte keinen Vortrag, wo man sich nicht bekehren kann. Das kann man bei jedem Vortrag tun. Das ist auch heute für Sie möglich. Und dann sagte ich zu ihnen, nehmen Sie doch hier schon mal Platz, da haben wir schon ein paar Stühle hingestellt, bleiben Sie hier, ich komme sofort dorthin. Und als ich dann dorthin kam, ehe ich überhaupt ein Wort sagen konnte, fing die Frau an und sagte, ich muss Ihnen erstmal erklären, wer wir sind, damit Sie einigermaßen orientiert sind. Und ich sage, bitteschön, sagen Sie. Und dann sagt die Frau, wissen Sie, da hat uns mal vor einiger Zeit jemand, hat uns eine CD von Ihnen geschenkt, so aus der Nachbarschaft jemand. Und da haben Sie auf dieser CD gesagt, dass das Gott nicht gerne hat, wenn wir als Paar zusammenleben, obwohl wir nicht verheiratet sind. Ich sage, das stimmt, das habe ich gesagt. Naja, sagte die Frau, da haben wir einen Schock bekommen und haben gedacht, dass, wenn das so schlimm ist vor Gott, dann müssen wir heiraten. Und da hat sie also ihrem, wie soll ich sagen, Freund oder Mitbewohner gesagt, du, wir müssen heiraten, das will Gott nicht.
Und dann sagt die Frau, ich war sehr schwer herzkrank und sollte eine Herzoperation haben. Aber nachdem wir geheiratet hatten, war das Herz gesund. Die Ärzte sagen, alles ist in Ordnung. Hier ist keine Operation mehr nötig. Und dann sagt sie, dann sind wir nach Hawaii gefahren, haben dort auf Hawaii Urlaub gemacht und sind die Berge hoch und runter mit dem Fahrrad gefahren. Mein Herz hat mitgemacht. Es war alles in Ordnung. Da sehen Sie, so reagiert Gott auf Gehorsam. Das ist ein Wirken Gottes. Und dann sagt sie, ich will Ihnen noch was erzählen. Ich habe vor der Hochzeit immer eine Stelle gesucht. Ich habe so viele Bewerbungen geschrieben, aber ich bekam keine Stelle. Nach der Hochzeit ein Brief und ich bekam eine Stelle. Und ich habe wunderbare Kollegen, ich gehe gerne zur Arbeit. Ich sage, sehen Sie, da hat Gott noch so einen draufgesetzt, weil sie gehorsam sind. Naja, dann sagt sie weiter. Und wissen Sie, auf der CD, da haben sie am Ende immer gesagt, man kann da in so einen Raum kommen, wo man sich bekehren kann. Aber nun haben wir die CD gehabt und da war ja nun kein Raum, wo sollten wir hingehen? Und da haben wir sie schon immer beobachtet im Internet, wo sie Vorträge halten. Und jetzt kam es so hin, jetzt waren es nur noch 2 Stunden Autofahrt. Und da sind wir jetzt gekommen. 2 Stunden Autofahrt, jetzt sind wir hier. Und jetzt sagt die Frau, jetzt sind wir gekommen, wir wollen uns bekehren. Wir haben schon gesehen, dass Gott gut ist zu uns. Das haben wir deutlich gespürt. Und jetzt wollen wir das auch tun, was sie da immer gesagt haben, was die Bibel sagt, bekehrt euch. Und dann haben diese beiden jungen Menschen sich an diesem Abend bekehrt. Sie kamen zu Jesus. Und ich habe das ein bisschen weiter verfolgt. Sie haben dann ihr Leben weiterhin klar gemacht, gehören inzwischen zu einer Gemeinde und arbeiten mit. Das ist auch sehr wichtig, dass wir uns einer bibeltreuen Gemeinde anschließen, wo wir mitarbeiten und dem Herrn Jesus dienen. Dann ist das ein richtiger Weg. Und das wollen wir auch tun, das dürfen wir auch. Jetzt prüfen wir uns einmal, stellen wir uns einmal vor, der Jesus käme jetzt in dieser kommenden Nacht um 12.30 Uhr, nehmen wir mal so an, 0.30 Uhr. Wären wir dann dabei bei der Gruppe, zu der der Jesus sagen wird, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters? Oder würde er sagen, geht von mir, ihr Verfluchten, ihr gehört nicht zu mir, ich habe euch nie gekannt. Zu welcher Gruppe willst du gehören? Diese Entscheidung, die hat Gott in unsere Hände gelegt. Weil wir keine Marionetten sind und wir sind auch keine Computer, sondern Gott hat uns einen freien Willen gegeben, sodass wir in eigener Verantwortung sagen können, wo wir einmal die Ewigkeit zubringen wollen. Die Frage der Zukunft ist also aus der Sicht Gottes vollständig gelöst. Wir müssen uns nur noch auf den Weg machen. Und dazu lade ich jetzt ein. Ich lade jetzt ein, wenn jemand sagt, ich bin immer noch auf der falschen Seite, dann komme ich jetzt in die Seelsorge. Das ist der Raum, wo da oben ein roter Punkt ist. Durch die Tür geht man durch, da gehe ich gleich hin. Und hier haben wir nun den Raum. Es ist nicht so wie auf der CD, wo dann gesagt wird, man kann in den Raum kommen, da hat man keinen Raum. Hier ist alles vorbereitet, hier ist dieser Raum und hier können wir uns entscheiden. Und wir, wenn wir unsicher sind, können wir kommen. Vielleicht hat auch jemand schon mal irgendwann einen Anfang gemacht, ist nicht so ganz richtig durchgedrungen, der darf kommen. Und vielleicht hat jemand wirklich eine echte Entscheidung getroffen, ist aber irgendwo abgekommen im Laufe des Lebens durch irgendwelche Umstände, der darf kommen. Und wenn jemand eingeladen worden ist von einem Nachbarn, der schon gläubig ist und auf dem Weg mit Jesus unterwegs ist, dann können beide kommen. Ist doch wunderbar, der Jesus hat gesagt, führet sie herein. Ist doch schön, wenn jemand sagt, ich begleite dich, ich komme mit. Und diese Möglichkeit haben wir auch, weil wir dort einen großen Raum haben, wo viele gleichzeitig kommen. Und ich werde dort Folgendes tun, ich werde meine Bibel aufschlagen und werde den Weg erklären, wie wir zu Jesus finden können, wie wir das festmachen können. Und dann dürfen wir ganz frei entscheiden und sagen, ja, ich will oder ich will nicht. Wenn jemand auch dort sagt, nein, ich will immer noch nicht, die Freiheit dafür haben. Es wird niemand gezwungen. Gott sucht nur Freiwillige.
Aber die Freiwilligen sind jetzt gerufen, sie dürfen kommen, damit sie heute im Hier und heute den Himmel buchen. Und wenn der Herr kommt, dann gilt für uns das Wort: Euch aber soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. So viel steht zur Debatte, sehr viel. Komme, mach das fest und du wirst selig werden in Ewigkeit. Das ist der Ruf Jesu an uns heute Abend. Komm, lass dich einladen, damit du dabei bist beim großen Fest des Himmels. Wir wollen beten und ihm dafür danken, für diese Möglichkeit. Wir haben lange gesessen, vielleicht stehen wir auf. Herr Jesus Christus, wir danken dir so herzlich, dass du uns so klar und so deutlich in deinem Wort gesagt hast, dass du wiederkommen wirst. Und der Tag ist nicht mehr fern. Niemand kann das berechnen, aber es wird bald sein. Gib, dass wir hundertprozentig bereit sind, dir zu begegnen. Dass wir zu der erretteten Schar gehören, zu der Gruppe von Menschen, der du sagen wirst: Kommt her. Ihr gehört zu mir, ererbet jetzt das Himmelreich. Und Herr, gib, dass wir den Mut haben, zurückzubleiben, zu kommen. Denn hier geht es wirklich um alles oder nichts. Wer nicht kommt, hat einen großen Verlust zu buchen. Darum wollen wir uns auf den Weg machen und diesen Herrn im Hier und heute annehmen. Herr Jesus, nimm Dank dafür, dass du uns so liebevoll einlädst, dass du uns rufst und dass du keine Ausnahme machst. Wir dürfen ein jeder kommen, der es spürt: Ich bin dran, ich sollte das festmachen. Hilf auch den Kindern und jungen Leuten, sei auch mit ihnen, dass sie sich auch bereit erklären und kommen. Hilf auch allen im mittleren Alter und auch den Alten. Herr, du möchtest, dass niemand verloren geht. Das ist dein Wille. Lass uns dein Angebot annehmen. Danke dafür, Herr Jesus Christus. Amen.